Hallo, da ist wieder die Basteline. Und heute ist Ostern. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Und jetzt will ich endlich mal mit euch anfangen mit dem Farbkreis. Und ich weiß nicht, wisst ihr jetzt noch, was für Grundfarben wir haben? Oder ich schaue jetzt mal, ich glaube, die Ronja wollte heute auch kommen. Die werkelt heute schon den ganzen Tag im Bad umeinander. Ronja, bist du schon fertig? Es rutscht immer. Was rutscht? Ja, siehst du gleich. Schau mal. Hallo. Wie siehst du heute aus? Ich habe mich hübsch gemacht. Heute mit Röckchen. Guck mal. Sehe ich dich toll aus? Mit Röckchen. Ja, Ronja. Ja, und Blumen im. Habe ich meine Blumenkette, habe ich auch an. Und mein Krönchen. Ja, hast du heute Geburtstag? Nein, hab doch keinen Geburtstag. Nein, was hast du denn? Na, es kommt doch der Osterhase. Und für den Osterhasen hast du dich jetzt so schön gemacht. Man weiß ja nie, vielleicht kriege ich dann ein großes Ei. Naja, also, ich weiß nicht, du könntest auch mal ein bisschen was machen. Ich? Na, ich wüsste jetzt nicht, was ich da jetzt mache. Doch, ich gebe dir mein Krönchen. Dein Krönchen. Oh, Ronja, ist ja ganz lieb, ne? Aber soll ich dein Krönchen aufsetzen? Okay, gut. Wenn es dein Herzenswunsch ist, okay. Dann tu es mal runter. Okay. Ich setz dir es auf. Ja, okay. Ja, und ja. Ja, das geht nicht so einfach. Ja, das mag ich schon. So. Also, die Basteline hat jetzt auch ein Krönchen und sieht super aus. Okay. Gut, also wenn du damit zufrieden bist. Aber du willst vielleicht auch ein bisschen ablenken, weil wir wollten noch heute mit dem Farbkreis machen. Och, nö. Oh. Doch, also ein bisschen. Och. Ich wollte auch was anderes machen. Nein. Heute machen wir mal ein bisschen. Wir fragen jetzt einfach mal, wer weiß denn noch, wie die Grundfarben waren? Ronja? Heißt es nicht. Wie heißen denn die Grundfarben? Ich weiß nicht, ich hab's vergessen. Oh. Also, wie sind die Grundfarben? Wie ist die Erdbeere? Rot. Genau. Wie ist die Zitrone? Blau. Blau. Ronja, die Zitrone? Gelb. Und dann? Hast du doch schon gesagt, die dritte Farbe. Lila? Nein. Blau. Drei Grundfarben. Gelb, Rot, Blau. Gut. Und jetzt wollen wir mal ausprobieren. Ich hoffe, dass die Kinder ihren Farbkreis schon ausgemalt haben. So sollte er ja aussehen. Und heute wollen wir mal ausprobieren. Nein, doch. Heute wollen wir mal ausprobieren. Wie, was passiert, wenn ich jetzt Rot und Gelb mische? Was da jetzt passiert? Oh, nee, jetzt du nicht schon wieder meckern. Na, wir wollen doch heute mal was anderes machen, nicht immer nur, sondern schon mal was richtig Schönes. Und Blumen magst du doch auch. Ja, mag ich auch. Okay, gut. Also, wir haben nämlich heute wieder Klorollen, wo wir heute mit Klorollen was machen wollen. Und die sollten eingeschnitten sein. Und da haben wir jetzt eine Seite noch nicht. Die machen wir jetzt fertig, wir zwei. Also mit der Schere immer ein kleines Stückchen einschneiden. Je kleiner die sind, man kann eigentlich gar nicht viel machen, falsch machen. Immer so ein bisschen reinschneiden. So.
immer so kleine, so ein bisschen in die Rolle reinschneiden. So rundherum, dass überall ein bisschen ist. Und dann ein bisschen nach außen biegen, so dass ein bisschen aussieht wie ein Hütchen. Na? Und jetzt wollen wir schöne Blumen machen. Und das machen wir jetzt mal so, die Ronja. Was fängt an? Das wird mit was willst du anfangen? Mit Gelb! Ja, es ist ja auch so schön draußen. Die Sonne lacht, ne? Da hat man natürlich Lust für Gelb. So, und heute haben wir ein größeres Töpfchen, weil damit es dann da reinpasst. So, taucht man ein bisschen ein. Nicht ganz so arg, immer nur so ein ganz kleines bisschen, sodass es so ein bisschen benetzt ist. Und dann hüpfen wir mal ein bisschen auf dem Papier. Machen wir eine, wie eine Art Pusteblume sieht es dann aus. Schon ein bisschen rumrum. So, genau, das ist schon das Erste. So sieht es jetzt aus. Und jetzt nehmen wir Rot und dann schauen wir mal, ob da was dabei rauskommt. Und bei Rot muss man ganz zaghaft sein, weil das ist eine ganz... Was machst du denn schon wieder hier? Ich guck halt mal so. Du guckst halt mal so, okay. Also Rot haben wir da auch. Ein ganz kleines bisschen nur. Ah, nur die Spitzen ein bisschen. Schaut, dass nur die Spitzen ein bisschen sind. Und jetzt geht's in das Gelb. Und da macht man lauter kleine. Ah, ich sehe schon. Na, da sehe ich schon was. Und ich bin gespannt, was die Kinder dann entdecken werden. Wir verraten jetzt mal nichts, ne? Wir verraten jetzt mal nichts. Und wenn man dann ein oder zwei Blumen gemacht hat, ich zeige es bloß mal ganz kurz, kann man auch mit anderen Farben machen, aber damit ihr eben seht, was passiert, wenn Rot und Gelb gemischt wird. Und wenn man dann fertig ist, dann nimmt man ein bisschen Grün, kann man wieder Wasserfarben nehmen oder die Acrylfarben, was man halt gerade hat. Und dann macht man einen Stängel und ein Blatt. Na, so, schau. Und schon hat man dann schöne Blumenbilder. Ganz außergewöhnliche Blumenbilder. Und hat du was gelernt? Weil nämlich Rot und Gelb ergibt... Das verraten wir jetzt nicht. Da schaut er selber mal. Und wir freuen uns schon. Vielleicht kommt jetzt wirklich der Osterhase. Ich glaube, der Matsfied ist auch da. Oh, die warten jetzt schon auf den Osterhase. Aber ich glaube, der war schon da. Ja, wo denn? Ja, da müsst ihr halt mal ein bisschen suchen. Also dann, tschüss. Tschüss, wir suchen jetzt den Osterhasen. Nein, ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Matsfiete. Der Matsfiete hat was gefunden. Oh, ein riesiges Ei. Das ist meins. Nee, das ist euers. Das ist für die Ronja und für den Matsfiete. Ne? Und dann sage ich tschüss. Tschüss. Ach, ganz vergessen.